Hallo Welt, da sind wir wieder, hier am Maisfeld. Und die liebe Sarah. Liebe Sarah, du bist auch da. Ich bin auch da. Hallo Richie, hallo YouTube. Ja, wir ernten ein bisschen Mais. Jawohl. Irgendwie komisch, ich hau nur auf eine drauf und kann sich Maiskolben runterholen. Ja, ich laufe hier einmal rum, die Pflanzen gehen nicht kaputt. Das scheint irgendwie ein Bug hier zu sein, ich weiß nicht. Egal, der Bug ist unser. Ja. Ist ein schöner Bug. Ja. Ich habe auch schon über 500 Maiskolben, glaube ich. Echt? Ja, ja, ich glaube 1000 Maiskolben oder 1500 oder so habe ich. Das ist merkwürdig, liebe Welt da draußen, aber zu unserem Vorteil. Ja. Ah, jetzt habe ich mal eine Pflanze kaputt bekommen. Du stehst also an einer Maisstaude gerade und haust drauf. Ja, und hau drauf mit der Axt und komme Mais. Und ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt dann rumlaufe. Stell dich an einer. Ja, ja. Ah, aber was mir auffällt, wir sind nicht mehr befreundet. Oh ja, wir haben ja jetzt neu gestartet. Neu gestartet mal. Da ist auch kein Brief mehr. Das ist jetzt wie so ein rotes Kreuz bei Party. Aber geht, wir sind schon wieder in einem Team. Ja. Am Verhungern bin ich gerade. Das ist nicht so schön. Du kannst Mais essen, rohen Mais. Ja. Lebensmittelvergiftung, aber egal. Nee, da ist keine Lebensmittelvergiftung. Ich kann mich erinnern, im Singleplayer, ich habe hauptsächlich nur Mais gegessen. Ich habe da keine Vergiftung gekriegt. Also allzu viel vielleicht nicht. Aber wir haben in den Kisten haben wir reichlich zu essen. Du kannst dir auch ernten mit den bloßen Fäusten. Ja, aber es dauert länger. Und wie viele Erfahrungspunkte wir dafür bekommen, das ist doch auch nicht richtig. Nee. Ich bleib jetzt an einer stehen. Das möchte ich jetzt wissen. 200 Erfahrungspunkte. In so kurzer Zeit jetzt. Tja. Das ist aber auch so ein bisschen Cheaten, oder? Sich so einen Bug zunutze machen, oder wie nennt man das? Oh ja. Aber okay. Also du bist immer noch am Sammeln, ja? Sehe ich das richtig? Bitte? Aber da stimmt irgendwas nicht. Nee. Also 7000 XP? Hä? Du kannst ja punkten, wie du willst. 11.000 XP? Ja, hau ruhig drauf, du brauchst Punkte. 1700 Mais, 1800 Mais, also geht doch. Immer drauf, immer drauf. 5 Fertigkeitspunkte habe ich schon, Richie. Ja. Hey, das geht so, geht's okay. Na, dann sind wir ja bald durch. Dann kannst du ja alles nehmen an Punkten, was du haben möchtest. 6 Fertigkeitspunkte. Nein, das ist ein total kaputter Bug. Ja. Das ist nicht schön. Nee, das ist ja auch nicht richtig. Ich dachte, wir pflanzen nachher hier ein bisschen Mais an, dann. Ja, ich habe fast 4000 Mais. Ja, und wirklich? 5 Fertigkeitspunkte hast du zu verteilen? 6 habe ich jetzt schon. Warte, es kommt gleich der 7. Hau rein, mach euch. Es ist ja schon die nächste 7. Nacht, also wir haben da am Anfang vielleicht so ein bisschen uns Zeit gelassen mit allem Möglichen, sind zu oft in die Stacheln reingelaufen selber. Level 19, 7 Fertigkeitspunkte. Und bei dir? Aber bei mir geht's nicht so schnell, aber... Komm mal hier hin, die sind... Wo bist denn du? Hier vorne. Ich komme mal zu dir. Die sind irgendwie kaputt. Also zurückspulen können wir nicht oder einen älteren Speicherstand nehmen, sowas? Ach
auch lustig. Aber bei 6000 Mais höre ich auf. Okay. Die sind besser, sagst du, die kleinen hier? Die grünen, ja. Level 20. Oh Mann, oh Mann. Vorsicht. Ach so. Ach so, wenn man die unten haut, dann gehen sie auch kaputt. Ah. Oh. Okay, das ist schon nicht. Dann kriegst du aber nur einen raus. Das ist lang. Ja, aber so sollte das ja richtig sein eigentlich. Ich weiß nicht, ob die uns nachher rausschmeißen. Wir dürfen das vielleicht nie wieder spielen, wenn wir hier so cheaten. Okay, ich hau auch unten drauf, wie du. Ja. Das ist ja nicht unsere Schuld, wenn die da so haben. Nee, das hat bei mir aber auch gedauert, bis ich das gemerkt habe. Ich dachte erst, naja gut, dann bleiben die stehen, dann ist das vielleicht ein Bug. Aber da bis ich gemerkt habe, dass man da öfter draufhauen kann, um das Zeug rauszuholen. Aber das bringt irgendwie auch nichts. Ich habe jetzt so viele Maiskolben schon gegessen und... Ich habe wieder einen Zombie. Und irgendwie, ja, ich sehe ihn sogar hier. Bitte, für was waren wir nochmal hier? Wir wollten noch ein bisschen... Wir wollten ein bisschen Mais holen und eben die Gartenhacke. Also, ich habe genug Mais. Ich auch. Ich bin jetzt auch. Ich habe 5 Fertigkeitspunkte und bin Level 18. Du bist schon Level 20? Ja. Ja, dann muss ich ein bisschen aufholen hier, oder? Hol mal auf. Hier ist der Bauer. Der Bauer kommt gerade. Ah, siehst du? Er meckert schon. Ja. Der ist hinüber. So, dann versuche ich mal... Ach, das ergibt ja auch keinen Sinn. Nee, ich... Ich habe auch... Wie viel? Du hast 6000? Ich habe 1500... Über 1500 Mais. 1, 2, 3, 4, 5. Man kann nicht aufhören, oder? Ich habe 5600. Mehr! 6600. Das Absicht ist? Naja, ja, das wird keine Absicht sein. Richie, komm, wir lassen jetzt. Mais haben wir genug. Ich bin schon wieder überladen. Ja, ich bin auch mit Mais überladen. Jetzt purzeln bei mir hundertweise die Erfahrungspunkte rein. Das macht gerade so viel Spaß gerade. Das ist absolut Cheaten, liebe Welt da draußen. Das zählt nicht. Diese Folge wird gelöscht, ja? Ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ich habe zu viel Mais gegessen. Die kleinen Pflanzen musst du mal ausprobieren. Dazwischen sind so kleine. Die bringen richtig was. So Maisstauden. Nö, jetzt doch nicht. Hey, was war das? Hast du irgendwo eine Tür aufgemacht? Ja. Nee, doch nicht. Was ist denn da los? Aua! Hat's dich erwischt? Ja, da war einer. Ein bärtiger Rocker ist hier mit Metallhelm. Auf dem Feld. Der mag das nicht, dass ich das mit dem Mais mache hier. So. Hast du ihn jetzt an die Füße gezogen? Sah das so aus? Ja, nee, eigentlich nicht. Ich will mein Pfeil wieder. Komm, wir hauen hier ab. Das Feld ist gruselig. Du bist Level 20, ich bin Level 18. Das ist okay. Dann bist du jetzt etwas weiter. Vorher war ich ja immer ein bisschen weiter, weil ich ja so viele Bäume gehackt habe und so, glaube ich.
Die Stimme der Vernunft, Sarah, warst du gerade. Hast du mal gesagt, komm. Jetzt fange ich wieder an. Also, da drinne sind noch Patronen, die ich nicht genommen habe. Und dann kommen wir hier mal gucken. Hast du das Schwein erledigt? Oh. Vorsicht, die Schweine können springen hier. Bitte komm, das Schwein, das greift mich an. Ja, ich habe die Patronen... Schon okay. Ich habe die Patronen gesucht. Da sind, glaube ich, zwei Schweine. Wo hast denn du die Patronen gelassen? Die sind da noch... Oh, da ist noch ein Schwein, du hast recht. Oh, ich sterbe jetzt. Mein Herz. Oh, oh, hast du keine Binde dabei? Kein Verband? Schon gut. Herz hat aufgehört. Ach, aber jetzt Fleisch. Und Fett. Und kannst du mir einen Knochen hinwerfen? Ein Knochen? Ah ja. Tierisches Fett, ja, für Fackeln, das ist ganz wichtig. Danke. Wie viel habe ich dir gegeben? Einen, ja. Da, Richie, ist noch einer. Du kannst mir auch einen machen. Ach ja, richtig. Ich kümmere mich um den Rocker so lange. Der die Tür nicht findet. Rezepte? So, habe ich dir da hingeworfen? Ja, warte, ich hab's mit Rocker zu tun. Sterb doch. Was, 20 Pfeile eben hier? Oh. 719 Punkte, danke. Wo hast du es mir hingeworfen? Ich habe es nochmal aufgehoben, weil ich nicht wusste, wie lange das dauert. Dann werfe ich die hier mal ab. Oh, so zack. Da, bitteschön. Hey, kein Beutel? Nee, ohne Beutel. Aufi, Aufi? Ja, wohin? Die Sachen mitnehmen, die wir da so gelagert haben. Hast du eine Axt gefunden? Da drin war eine Axt, ja. Hast genommen? Also hier drin nicht. Nein, drin in dem Werkzeugladen war eine Axt. Bleib liegen. Oh gut. Leite was? Was? Hattest du gerade gesagt, leite irgendwas? Nee, bleib liegen, habe ich gesagt. Ach so, bleib liegen. Oh, sind wir überladen. Ja, und hungrig. Ja, wir können ja oben erstmal Mais dann kochen. Nein. Oh, keine Zeit mehr. Nein. Schlimmer. Kein Topf? Ja. Komm, lass dich grillen? Ich fürchte, nein, auch wir haben auch keinen Grillrost. Okay, aber da ist Fertigessen drin und ich muss auch was trinken. Ja. Du bist nass, ja. Ich auch, ja. Aber ich... Ja. Warum ist bei mir ein Arztkoffer?
Du hast irgendwas genommen, was deine Gesundheit verbessert, glaube ich, dann. Ah, okay. Nee, wir können leider nichts machen aus dem Mais. Ich könnte aber 500 Mal Maismehl machen hier. Das lockt die schön an. Nee, lass. Das können wir später machen, in der Nacht, Luigi. Ja, okay. Weil wir nichts zu tun haben. Dose Lachs habe ich gefunden. Darf ich die essen? Ja. Da kann man aber, glaube ich, auch irgendwie einen Fischburger oder so nachher draus machen. Vielleicht nehmen wir erstmal was anderes. Was haben wir denn da? Hundefutter haben wir. Oh ja, das wäre, glaube ich, sinnvoll. Oh, die ist voll, die Kiste. Aber Moment, vielleicht kann man irgendwas stapeln. Mais. Das ist so fies. Ich möchte das ganz gerne rückgängig machen. Du weißt, ich mag es kompliziert und schwer, aber... Jetzt haben wir uns hier so viel Zeug reingeholt. Ich habe über 2000 Maiskolben hier. Nur? Ja, soll ich die nicht, soll ich die nicht lieber wegwerfen? Nein. Also das wäre gut. Ja. Ich fühle mich aber nicht ganz wohl dabei. Ich packe oben noch eine Kiste mit Mais hin. Wenn wir demnächst hier ankommen, dann freuen wir uns bestimmt über eine Maiskiste hier oben. Lass mal das Jagdgewehr hier. Echt? Ja, ich kann nichts schleppen. Was soll ich machen? Mais ablegen. Oder das. Aber ich will Mais kochen heute. Ich hab Hunger jetzt auf Mais. Hatte ich dir die Knochenklinge gegeben? Warum habe ich zwei Knochenklingen? Irgendwo kommt wieder ein Zombie. Das ist ja eigenartig. So, was hättest du denn gerne mitgenommen? Essen? Essen. Fett? Ja, Fortbites, was ist denn das? Keine Ahnung. Wie sieht denn das aus? So eine Dose. Offene Dose. Keine Ahnung. Also ich bin so gut wie voll. Ja, ich guck mal, was wir noch so brauchen. Werkzeuge nehmen wir vielleicht besser mit, die guten, oder? Mhm. Aber dann kannst du ja gar nicht laufen, oder? Ja, können nur langsam laufen, deswegen müssen wir langsam los. Ja. Wie spät ist das? Siehst du gerade die Uhr? 17 Uhr gleich. Bei dem Tempo hast du ganz voll gemacht alles bei dir? Ja, komplett. Nee, mach mal lieber nicht, weil dann sind wir extrem langsam. Dann gehen wir lieber zweimal, weißt du? Sonst 17 Uhr, sonst schaffen wir das nachher nicht mehr. Was zu trinken und essen nehmen wir am besten mit, oder? Ja. Was können wir denn hier lassen? Munition, wenn du welche findest? Ja, Munition habe ich. Hast du Mais weggeworfen? Nein. Alte Schuhe. Oh, Pflanzenfaserschuhe. Ich habe sie aufgehoben und hier reingepackt. Da kann man vielleicht nachher... die kann man verbrennen nachher. Wasser haben wir ja drüben eigentlich. Brauchen wir also auch nicht mitzunehmen. Ja, also ich habe jetzt vor allem die wichtigen Sachen mitgenommen. Werkzeuge, Medikamente vielleicht noch. Wie schnell bin ich denn jetzt? Na, das geht. Okay, ich packe hier ein bisschen Mais noch ein, oder? Ja. Ich habe oben auch noch mal eine Kiste, falls diese hier voll ist. Nein, ist noch nicht voll. Oh Mann, am liebsten würde ich mich auch vollpacken. Aber nein, das ist gerade richtig ungünstig, das zu machen. So zeittechnisch. Da ist einer gekommen. Nee, du warst es. Ich mache solche Geräusche nicht mehr.
Eisen lasse ich auch mal hier. Geschmiedetes Eisen nimm lieber mit. Denn geschmiedetes Eisen, ja, da können wir nämlich nachher die Werkzeuge mit reparieren. Jetzt am Anfang haben wir ja noch keine Schmiede, die können wir ja noch nicht herstellen. Ja, da ist viel Mais drin hier in der Kiste. Vergiss deinen Puffermantel nicht. Den lasse ich jetzt hier. Meinst du nicht? Ich kann nichts einpacken. Ich habe alles voll. Oder ich muss Klebeband hier lassen. Ja, lass Klebeband da. Klebeband ist jetzt nicht so wichtig. Ach, Fortbites, das sind Pralinen oder sowas, glaube ich. Dann pack ein. Ja, ich bin ziemlich voll. Ich glaube, oh. Hattest du hier irgendwie so ein Bett aufgehoben? Nö, geht doch nicht. Mein Bett ist oben. Ach, egal. Ich glaube, ich habe mit Sicherheit genug Pflanzenfaser. So, liebe Welt da draußen, dann geht's in der nächsten Folge also Richtung Heimat. Ja, also ich bin schwer gepackt, aber ich kann zwischendurch rennen. Ich auch. Ist das okay so? Ich glaube, ja. Müssen wir gucken. Einer von uns beiden wird schneller sein als der andere. Ja. Ich habe deinen Mantel übrigens dann mitgenommen, ja? Okay. Und ich habe dir, wieso habe ich zwei Schlafsäcke jetzt auf einmal? Nee, Moment, den Mantel nehme ich mit. Glas lasse ich hier, Dosen lasse ich noch hier und das Leder nehmen wir lieber mit. Was kann ich noch hier lassen? Den Kartoffelsamen, der einzige. Den werden wir aber einpflanzen, schön. Ach komm, ich lasse die... Haben wir keine normale Spitzhacke gefunden? Jetzt bin ich hier am Aufhalten gerade, oder? Wir wollten uns doch schon verabschieden. Ja. Also ich habe die wertvollen Sachen mit. Ja. Ja gut, dann bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.